ist natürlich entgegenfieberte. Holstein in Blau und Weiß. Gut eingestellt, ließ wenig zu und erst in der 20. Minute kam der VfB Stuttgart durch Didavi zu dieser ersten Möglichkeit. Die Stuttgarter mussten kurzfristig etwas umstellen. Seri Diye im defensiven Mittelfeld fehlte wegen einer Hüftverletzung und auch Harnik konnte nicht mitmachen. Der fehlte wegen eines Infekts, dafür spielte Timo Werner. Holstein in den Zweikämpfen gut, auch in der Spieleöffnung dann und wann zeigte man sich auch mal vor dem Neuen im Tor des VfB, vor Tüton, aber dieser Kopfball von Haider in der 23. Minute war noch nicht die große Herausforderung für den polnischen Nationaltorhüter. Wie gesagt, in den Zweikämpfen waren die Kieler etwas wacher und sie hatten plötzlich dann auch nach 37 Minuten Raum. Zum Beispiel Zichos, hier an die Davi vorbei und nach Tüton. Holstein führt 1:0, 37. Minute. Zichos war schon in der vergangenen Saison einer der torgefährlichsten Verteidiger in der dritten Liga. Warum sehen wir hier? Spielen vorbei an die Davi, dann hat er etwas Glück, dass Tüton die Torwartecke aufmacht. Also bei der Fehlerkette des VfB, der hier viel zu passiv war, ist auch Tüton mit einzuschließen. Aber es spricht für die Stuttgarter, dass sie ruhig blieben und dann nur 4 Minuten später diesen Angriff inszenierten, abgeschlossen von Didavi. 41. Minute, 1:1. Das Zusammenspiel der beiden, die schon Ende der vergangenen Saison dafür gesorgt hatten, dass der VfB überhaupt in der Bundesliga blieb. Ginteks direktes Zuspiel und dann der perfekte Abschluss von Didavi. In der Vorbereitung schon siebenfacher Torschütze. Hier knöpft er nahtlos an diese Leistung an. Pausenstand 1:1. Trotzdem konnte Alexander Zorniger noch nicht wirklich zufrieden sein. Zu wenig Zugriff hatte der VfB auf dieses Spiel. Viele Zweikämpfe gingen verloren, aber mit Beginn des zweiten Durchgangs wurde es dann besser. Didavi mit der nächsten Chance. 52 Minuten waren da gespielt. Und die Nummer 2 im Tor von Holstein, Niklas Jakusch, konnte sich mal auszeichnen. Er ersetzt den am Knie verletzten Kenneth Kronholm. Der Druck des VfB wurde nicht wirklich übermächtig, aber im Gegensatz zum ersten Durchgang hatten sie die Partie jetzt besser im Griff und sie bekamen diese Einladung von Innenverteidiger Krause. Ginzek, Dankeschön, 1:2. 60 Minuten gespielt. Also wie schon Ende der vergangenen Saison, die Davi und Ginzek diejenigen, die den VfB auf den richtigen Weg brachten. Pech für Holstein, dass das Ganze von Innenverteidiger und Kapitän Krause quasi eingeleitet wurde. Gegen den Schuss von Ginzek war Jakusch dann allerdings ohne Chance. Der tauchte dann ganz am Ende vorne auf beim Stand von 1:2. Klar, in der Nachspielzeit warf Holstein nochmal alles nach vorne und hatte diese Riesenmöglichkeit. Zichos Kopfball in der 2. Minute der Nachspielzeit, aber er bringt den Ball nicht aufs Tor und deshalb